Wahl 2017. Exklusiv auf OE24TV. Das große Sommergespräch. Heute Bundeskanzler Christian Kern im ersten Interview. Über Kurz, Strache, die Regierung, rot-blaue Zukunft, Schulreform, Jobs, Steuern, Schulden und die Zukunft Österreichs. Im Studio mit dem Kanzler Isabel Daniel und Wolfgang Fellner. Ja, willkommen beim ersten Sommergespräch dieses Wahlkampfs. Willkommen eigentlich bei der Wahlkampferöffnung, wenn ich so sagen darf. Willkommen Bundeskanzler Christian Kern, willkommen Isabel Daniel, die schärferen Fragen stellt, weil ich bin ja üblicherweise viel zu zahm, Herr Bundeskanzler. Wir brauchen ja einen weiblichen Wolf in der Runde sozusagen. Aber danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, dass Sie uns die Chance geben, diesen Wahlkampf sozusagen zu eröffnen. Heute ist der Startschuss. Die Aufwärmrunde, wenn ich so sagen darf, oder die Aufwärmstunde. Und ich nehme an, Sie kommen allerbester Laune zu uns, weil Sie haben ja gerade Ihr Lieblingsprojekt durchgebracht, den Beschäftigungsbonus. Ja, ist die Wahrheit. Das ist natürlich eine gute Woche für Österreich, eine gute Woche für die Unternehmen, aber vor allem auch eine gute Woche für alle, die Arbeit suchen. Das ist die größte Wirtschaftsförderungsmaßnahme und Jobbeschaffungsmaßnahme, die wir je finanziert haben, 2 Milliarden Euro. Und wir erwarten uns, dass die gute Entwicklung, die damit bereits eingetreten ist, die es schon gibt, weiter verstärkt wird, weil unser Ziel muss es sein, dass der Aufschwung bei allen ankommt. Wir werden darüber heute sehr ausführlich reden, natürlich auch eine gute Woche für Sie, weil ich glaube, darauf haben Sie gar nicht mehr gehofft, dass Sie die ÖVP dazu noch bringen werden. Denn eigentlich waren Sie ja ein bisschen zornig, ein bisschen frustriert die letzten Tage, angefressen über diese Neuwahl. Ist das richtig? Diese Neuwahl ist Ihnen schon nahegegangen. Die ärgern Sie, oder? Nein, ich würde das nicht als Ärgern bezeichnen, sondern mein Verständnis ist gewesen, dass wir als Politiker für das Land zu arbeiten haben. Und wir haben ja in den letzten 13 Monaten, seit ich das Amt übernommen habe, eine Vielzahl guter Gelegenheit gehabt, Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Nach meinem Antritt, nachdem wir den Plan A vorgestellt haben, rund um die Regierungsverhandlungen. Wie oft haben denn Sie an Neuwahlen gedacht? Ja, gar nicht. Da haben Sie Gedanken gelesen, gedacht, aber falsch. Gedacht, ja. Nein, aber ja. Der Punkt ist doch jener. Wir haben mehrfach gute Gelegenheiten gehabt, taktische. Sie? Ja, natürlich. Und haben gesagt, nein, das tun wir nicht, weil am Ende des Tages sind die Interessen Österreichs wichtiger als die Interessen einer Partei. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, Verantwortung übernehmen, heißt auch zur Verantwortung zu stehen, wenn es einem nicht nützt. Das ist das, was wir getan haben. Und ich habe festgestellt, ist das andere nicht zu sehen. Und zu Ihrer Frage mit dem Neuwahlen gedacht, das stimmt. Es gab eine Situation, da war es wirklich ganz eng. Das war, als wir die Regierungsverhandlungen geführt haben und der Innenminister sich weigern wollte, die gemeinsame Vereinbarung zu unterzeichnen. Das war dann Ende Jänner. Aber von der Illusion hat er sich dann ja relativ rasch wieder verabschiedet. Aber eigentlich muss es Ihnen jetzt eben noch in ein Leid tun, dass Sie diese Chance zu den Neuwahlen nie ergriffen haben. Nein, nicht im geringsten. Weil Sie wären der Offensive gewesen, jetzt sind Sie in der Defensive. Nein, aber was passiert denn? Es geht um, was wir erlebt haben in den letzten Wochen, war ein Spiel um Parteitaktik, um Poker, um Posten. Was mich interessiert, sind die inhaltlichen Dinge, die wir durchsetzen können. Sie haben den Beschäftigungsbonus vorhin genannt. Es ist doch die Woche, wo wir die Forschungsprämie erhöhen auf 14%. Das klingt abstrakt, aber es geht darum, dass die Unternehmen, die in Österreich forschen, hier Forscherarbeitsplätze schaffen, gefördert werden. Und zwar in einer Art und Weise, wie das in ganz Europa einzigartig ist. Die Konsequenz ist, dass viele der Unternehmen ihre diesbezüglichen Aktivitäten nach Österreich verlagern. Da stehen hochwertigste Jobs im Bereich Forschung und Entwicklung. Dahinter profitieren die Bäcker, die Rechtsanwälte, die Steuerberater und wenn man so will, eine Reihe von anderen auch. Wenn alles so super gelaufen wäre, dann hätten wir jetzt keine Neuwahl. Und es ist jetzt so, dass der Sebastian Kurz gesagt hat, er ist der Meinung, es geht nichts weiter. Viele in der SPÖ hatten monatelang Blockaden bedauert oder öffentlich kritisiert. Ist es aus der Hinsicht nicht doch ein Fehler gewesen, nicht rechtzeitig zu sagen, aus, es geht nicht, und waren die taktischen Spiele nicht beidseitig? Nein, also ich kann Ihnen versichern, diese ganzen taktischen Fragestellungen, das interessiert eine ganz kleine Zahl an Menschen in unserem Land. Ich weiß schon, dass sehr aufgeregt wird, immer wieder diskutiert zwischen Journalisten, Politikern, Insidern, wenn man so will. Was die Menschen in Österreich aber interessiert, die Bürger und Bürgerinnen, ist das, was wir ganz konkret für sie tun. Und wenn Sie sich anschauen, was die Entwicklungen in den letzten 12 Monaten waren, wir haben das erste Mal seit 6 Jahren
wieder Einkommenssteigerungen in Österreich reale. Wir haben das erste Mal nach 6 Jahren wieder sinkende Arbeitslosigkeit. Wir haben eine Investitionslage bei den Unternehmen, und Investitionen sind immer Ausdruck des Zukunftsglaubens. Man glaubt, macht das nur, wenn man eine positive Entwicklung erwartet, die deutlich höher ist als in Deutschland. So, das ist in die gute Richtung gegangen. Jetzt muss man sagen, vieles von dem, was wir wollten, haben wir nicht erreicht, ist blockiert worden, ist nicht gekommen. Das ist ganz klar. Also von alles wunderbar sind wir ganz weit entfernt, überhaupt keine Frage. Aber mein Ziel ist es, dafür zu sorgen, jetzt die Maßnahmen noch umzusetzen, die notwendig sind, damit dieser Aufschwung wirklich anfängt, bei den Menschen anzukommen, damit die das spüren. Sie hatten monatelang, also bevor der Sebastian Kurz die Neuwahl angesagt hat, gewarnt, wenn diese rot-schwarze Koalition zerplatzen sollte, dann wäre auf lange Sicht eigentlich keine Zusammenarbeit mehr möglich. Das war eine Warnung vorab. Also jetzt die Frage, wie tot ist denn die rot-schwarze Koalition? Naja, ich gehe davon aus, wenn man so eine lange Partnerschaft hatte wie mit der ÖVP, dann gibt es natürlich Dinge, die einen verbinden. Fest steht aber natürlich, dass hier willkürlich sozusagen das Tischtuch zerschnitten worden ist. Ich weiß, die Zusammenarbeit war nicht einfach. Wir haben das auch nicht immer nur als Wellness-Kur empfunden oder als Jungbrunnen. Nur unser Verständnis wäre gewesen, hier ganz konkret weiterzuarbeiten. Und man sieht ja, was jetzt in den letzten Wochen alles noch rasch möglich geworden ist. Wir haben das freie Spiel der Kräfte angedroht, haben gesagt, wir suchen uns Mehrheiten im Parlament. Wir haben jetzt die Förderung der Forschung beschlossen. Wir haben jetzt das Beschäftigungsprogramm, den Jobbonus beschlossen. Wir haben heute im Justizausschuss die Frauenquote in den großen Unternehmen, in den Aufsichtsräten beschlossen. So war beschlossen. Die Neuwahl doch gut. Die Privatinsolvenz. Das heißt, es geht plötzlich. Ja, also so schlecht war das Regierungsprogramm ja offensichtlich nicht. Ja. Herr Bundeskanzler, darf ich Sie ganz konkret fragen, ja? Ist diese Neuwahl jetzt schlecht oder gut für Österreich? Nein, das ist eine Klärung, die jetzt stattfindet, ob das gut oder schlecht ist, es ist, wie es ist. Es ist eine Klärung, ich bin froh darüber. Es geht um eine Richtungsentscheidung. Wir werden sehen, in welche Richtung das Land in den nächsten Jahren steuert. Und insofern muss ich sagen, freue ich mich auch schon auf die Wahlauseinandersetzung, weil es möglich sein wird zu sagen, wofür wir stehen und wofür andere Parteien stehen. Sie haben sich ja das gewünscht, dass Sie auch einmal direkt gewählt werden, weil Sie sind ja ins Amt hineingeschwindelt worden, wenn ich so sagen darf. Oder halt der Zufall hat sie hineingeweckt oder die Fügung des Schicksals oder der Rücktritt des Herrn Faymann. Aber jetzt stehen Sie ja selbst zur Wahl und jetzt freuen Sie sich auf einen Wahlkampf. Eigentlich sind Sie ja Wahlkämpfer, ne? Aus Passion. Naja, das ist also mein letzter Wahlkampf war, da bin ich zum Klassensprecher gewählt worden und später dann zum BH-Vorsitzender. Also das heißt ich bin ja nicht, da kein Profi. Das, was ich trotzdem gerne mache. Nein, das ist wahr, da trifft man viele Menschen, man hat die Gelegenheit zu überzeugen, seine Anliegen und Überzeugungen auch zu vertreten. Insofern freue ich mich da tatsächlich darauf. Muss allerdings eins hinzufügen, das ist natürlich mit dem ins Amt gewählt werden natürlich nicht ganz richtig, weil in Österreich gibt es ja kein Persönlichkeitswahlrecht, sondern ein Listenwahlrecht. Am Ende wählt man eine Partei. Nur das wird ein Persönlichkeitswahlkampf werden, darf ich das sagen. Das wird es mit Sicherheit. Wie ist denn das? Wir stehen dann ja vor einem Neuanfang, oder? Und auf den freuen Sie sich eigentlich, oder? Davon gehe ich aus, das wird etwas sein, was sicherlich Österreich verändert. Und wir werden nachher eine ganz andere Regierung haben als vorher. Können Sie das auch sagen, dass das Ihr Ziel ist, oder also, wollen Sie das nicht sagen? Also, dass wir das fortsetzen, was ich in den letzten 13 Monaten erlebt habe, das schließe ich tatsächlich aus. Was wir brauchen, ist eine klare Richtungsentscheidung und dann brauchen wir eine neue Form der Regierung. Da gibt es wirklich viele fantasievolle Varianten, aber das ist das, was die Österreicher sich erwarten dürfen. Ehrlich gesagt, es wird eine neue Form der Regierung. Ja, davon gehe ich aus, weil es würde kein Mensch verstehen, wenn es sozusagen nach dieser Neuwahlentscheidung dann so weiterginge wie gehabt. Also das glaube ich, damit würden wir endgültig die Geduld der Österreicher und Österreicherinnen überstrapazieren. Aber es gibt rein arithmetisch denkbar Dutzende Regierungskonstellationen. Und was für mich wichtig ist, ist, die Österreicher werden jetzt entscheiden. Sie werden uns einen Auftrag erteilen und dann werden wir versuchen, das Beste fürs Land daraus zu machen. Das verstehe ich jetzt nicht, wie Sie auf Dutzende Regierungskoalitionen kommen. Ich komme nur auf 4. Naja, es gibt zumindest jetzt einmal 6 Parteien im Parlament. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass vieles möglich ist, dass alle in wundersamer Weise da zu großen Mehrheiten kommen. Also das würde schon einmal bedeuten, dass es viele Möglichkeiten gibt. 2er-, 3er-Koalitionen, Minderheitsregierungen. Ich würde mal sagen, es ist vieles möglich nachher. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, weil in unserem letzten Interview hier vor ein paar Monaten haben Sie ja gesagt, das Bild, das wir in der Öffentlichkeit abgeben, ist verheerend und das werden wir jetzt ändern.
Das ist ja nicht ganz gelungen, oder? Na, geändert auf jeden Fall. aber nicht von verheerend. Ja? Naja. Das müssen Sie ja fast, gibt es da noch ärgeres Wort als verheerend? Oder? Nein, mehr als dass sich eine Regierung in Luft auflöst, ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Also ja. Da möchte ich jetzt keinen Superlativ verwenden. Nein, muss man zur Kenntnis nehmen, ist so. Aber jetzt ist es wichtig zu sagen, wofür stehen wir, was wollen wir erreichen? Wir wollen, dass der Wohlstand in Österreich gerecht auf alle verteilt wird. Wir wollen, dass wir als Nation an der Spitze Europas stehen. Dafür haben wir viele Konzepte vorgelegt und die werden wir zur Diskussion stellen. Sie haben jetzt schon ein bisschen skizziert, was Sie aus Ihrer Sicht in den letzten Wochen geschafft haben oder in den letzten Monaten. Aber was ist Ihnen da eigentlich misslungen? Weil Sie haben auch gesagt, Tischtuch zerrissen, aber wenn zwei Partner auseinandergehen, sind ja meistens beide beteiligt. Also was würden Sie aus heutiger Sicht vielleicht anders machen? Also ich denke, was die Inhalte betrifft, muss man sagen, bleiben wir zum Beispiel bei der Schulreform, die jetzt positiv erledigt werden konnte. Das ist ein gutes Ergebnis, gibt den Lehrern und den Direktoren mehr Freiheit und deshalb war es mir wichtig, dass das kommt. So, schaut man das im Detail an, sieht man auch, es gibt mehr Transparenz. Das heißt, wir wissen das erste Mal, wie viele Lehrer in welchen Schulen und in welchen Ländern überhaupt eingesetzt werden. Wir sehen auch, dass bei den Bestellungsverfahren die Politik zurückgedrängt worden ist. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mir das noch viel radikaler gewünscht. Aber bei so einem Projekt sitzt du mit drei Parteien an einem Tisch, weil das braucht eine Zweidrittelmehrheit in diesem Fall. Und dann bedeutet das natürlich, dass keiner 100% erreichen kann. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Vorgang. Das Grundsätzliche, was Sie ansprechen, wie habe ich das erlebt? Mein Eindruck ist gewesen, dass mit Reinhold Mitterlehner eine sehr gute Gesprächsbasis da war. Da gab es auch Aufs und Abs, das ist ganz klar. Aber am Ende war das Verständnis da, dieses Regierungsprogramm aufzusetzen, gemeinsam umzusetzen. Ich habe aber festgestellt, dass er nach allen Regeln der Kunst abmontiert worden ist. War das ein Putsch? Naja, ein Putsch. Will ich jetzt so nicht sagen. Er hat ja auch am Ende selbst dann hingeworfen, weil es ihm selbst gereicht hat. Wenn hat. Jemand nach allen Regeln der Kunst abmontiert wird? Dann war es ein schleichendes Abmontieren, würde ich sagen. Und da gab es halt welche, die halt schlicht und einfach nicht wollten, dass diese Regierung einen Erfolg hat, weil das die eigenen Karrierepläne zerstört hätte. Wie nennen Sie diese Leute? Die haben sich ja dann selbst geoutet. Also es ist ja ganz klar gewesen, dass am Ende des Tages es darum gegangen ist, Reinhold Mitterlehner durch Sebastian Kurz zu ersetzen. Aber Sie meinen jetzt Wolfgang Sobotka und Sebastian Kurz haben das eigentlich darauf angelegt? Es gab viele, die da ihren Beitrag geleistet haben. Das waren nicht nur die beiden, aber das war klar, dass es da eine Situation gab, wo halt nicht alle dasselbe Interesse hatten, mit uns konkrete Arbeit abzuliefern. Im Rückblick gesehen, seit wann haben die Ihrer Meinung nach die Neuwahl geplant und einen Wahlkampf vorbereitet? Also ich muss sagen, das hat immer wieder und sehr früh begonnen. Das war ja, wenn man so will, eine Taktik, die da auch betrieben worden ist. Schon im Herbst oder noch früher? Ja, ich würde sagen noch früher, weil für mich war so ein Knackpunkt die Bestellung des Rechnungshofspräsidenten oder der Präsidentin, wo es für mich eigentlich klar war, das war mein Vorschlag an Reinhold Mitterlehner. Ziemlich zu Beginn des Sommers. Da habe ich Reinhold Mitterlehner vorgeschlagen, suchen wir uns eine unabhängige Persönlichkeit, du machst deinen Vorschlag, wenn du mir eine Freude machen willst, nimmst du eine Frau und wir entscheiden das dann gemeinsam so. Das war dann nicht möglich, das zu tun, weil da schon Festlegungen in Richtung Schwarz-Blau stattgefunden haben. Dann hat man halt versucht, am Ende den Koalitionsbruch an der Stelle zu vermeiden, weil wenn es im Plenum des Parlaments eine Stimme gegen uns gegeben hätte oder ein Votum gegen uns gegeben hätte, wäre es gemäß des Koalitionsvertrags. Also dort hat es begonnen, Ihrer Meinung? Ja, und von da an ist das natürlich weitergegangen. Die ORF-Bestellung auch denkbar unbefriedigend aus meiner Sicht und inhaltlich natürlich bei der Ganztagsschule, der lange Abwehrkampf der ÖVP, das umzusetzen, ist beschlossen worden, dann ist man wieder zurückgerudert, dann ist es wieder beschlossen worden. Also solche Konflikte hat es permanent gegeben. Und den Höhepunkt hat es nach meiner Einschätzung gefunden, diese Woche, als Sie eine außenpolitische Grundlinie Ihres Außenministers, ist ja Ihr Außenminister, als Vollholler bezeichnet haben? Das ist relativ selten in einer europäischen Region. Das ist eine ganz falsche Darstellung, weil wir sind uns alle einig, dass die Migration und die illegale Einwanderung begrenzt werden muss, am besten auf null zurückgeführt werden muss bei der illegalen Einwanderung. Ganz klarer Fall. So. Was mein Punkt nur ist, das ist so ein ernstes Thema, so eine große Herausforderung, dass ich der Meinung bin, wir sollten den Österreichern die Wahrheit sagen und ehrlich sagen, welche Art von Herausforderung das ist.
Wogegen ich sozusagen einen Einwand habe, ist, wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, naja, wir schließen die Mittelmeerroute so mit einem Fingerschnippen, bauen Lager in Nordafrika oder schieben Leute auf eine Insel. Weil für alles das gibt es nicht die geringsten Voraussetzungen. Wir arbeiten an dem ja schon seit Monaten. Und was da vor dem Hintergrund passiert, ist, dass man das ankündigt, weil die Leute wollen es hören, klar. Es hört sich populär an, hört sich wirklich großartig an. Aber die Wahrheit ist, es funktioniert so nicht, sondern was funktionieren wird, ist, dass wir ganz konsequente Arbeit investieren, darin, dass es in den Regionen zu einer Stabilisierung kommt. Und das ist Ihrer Meinung nach ein Vollholler? Nein, Vollholler. Jetzt, wenn man mal Vollholler übersetzen darf, größtmöglicher Unsinn oder was ist Vollholler? Größtmöglicher Unsinn, den Leuten einzureden, dass man das mit einem Fingerschnippen erledigen kann, das Thema. Das ist meine Kritik. Das heißt, der Außenminister ist Ihrer Meinung nach ein Populist? Ja, ein Populist als Person will ich nicht sagen, aber der eine oder andere Vorschlag klingt schon sehr danach. Aber dieser Streit geht hier weiter. Der Sebastian Kurz hat ja heute im Hauptausschuss und danach auch gesagt, jetzt will er auch die Entwicklungszusammenarbeit an jene Länder streichen, die nicht kooperieren. Also konkret ist Afrika gemeint, da haben Sie gekontert, das sei eine Scheindebatte. Wenn Sie einig sind, aber dann doch nicht einig sind, wie kommt man aus dieser Debatte raus, die jetzt ja auch sehr missverständlich läuft? Ja, aber bei der Entwicklungshilfe muss man jetzt Folgendes dazu sagen. Österreich hat dermaßen bescheidene Budgets. Wenn wir uns jetzt hinstellen, groß aufreiben und sagen, wir kürzen das jetzt und liebe Österreicher, wir sind jetzt beinhart und am Ende wird das zum Lösung des Problems führen, das muss man die Österreicher wiederum aufklären. Wir haben so geringe Entwicklungshilfebudgets, dass das gar nichts ändern wird. Was etwas ändern wird, ist, wenn wir im Rahmen der Europäischen Union uns solidarisch sozusagen engagieren in der Problemlösung. Und da gibt es Fortschritte, weil wenn Sie sich ansehen, die Abkommen mit Senegal, Niger, Mali zum Beispiel, die da passiert sind, zuletzt auch mit dem Tschad, Nigeria, wenn Sie sich ansehen, die Polizeikooperation mit der Küstenwache, das sind alles vielversprechende Schritte, aber da braucht man Geduld und da braucht man viel konsequente Arbeit. Und dann kommen wir noch an eine Stelle, und das ist jene, dass wir vorgeschlagen haben, einen Marshallplan mit Afrika zu machen. Wir feiern heute das 70. Jubiläum des Marshallplans für Österreich und Europa, für die Entwicklung Europas. Hat uns aus den Trümmern zu einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Nationen gemacht. Sowas muss man für Afrika aufsetzen und ganz konsequent die Voraussetzungen schaffen, damit private Investoren öffentliche Gelder dazu führen, dass es hier keine Anreize mehr gibt, dass die Leute verschwinden aus diesen Ländern, weil sie glauben, man kann dort nicht leben. Ganz kurz zwei Nachfragen dazu, weil bei der Entwicklungszusammenarbeit habe ich extra im Außenministerium nachgefragt, weil klar ist, es ist eine sehr geringe Zahl, die wir einzahlen. Die meinen aber quasi, die gesamte EU sollte das streichen und das wäre dann 50% des Topfs, 75 Milliarden. Könnten Sie sich das als Idee? Auch ein Vollholler, Herr Bundeskanzler. Nein, das muss man prüfen, gar keine Frage. Aber ich bin da schon der Auffassung, dass man auch da Realitäten zur Kenntnis nehmen muss. Der Außenminister hat das vorgeschlagen im Europäischen Rat und mit Ausnahme Ungarns hat kein anderes europäisches Land da mitgemacht. Jetzt kann man sagen, wir diskutieren das, bauen da Druck auf und so weiter. Alles schön und gut, finde ich auch okay. Macht Sinn, dass wir das in Europa zur Diskussion stellen. Aber wenn man sich daraus eine Problemlösung verspricht, in kürzester Frist, dann wird man da auch wieder enttäuscht sein. Und mir geht es darum, nehmen wir doch die Emotionen raus. Wir müssen ein Problem lösen, wir müssen die Migration reduzieren, ganz klar, ganz entscheidend, dazu bekenne ich mich vollumfänglich. Wir müssen die illegal in unserem Land sind, keinen Aufenthaltstitel haben in Österreich, wieder zurückführen, ganz wichtig. Und für diese Dinge müssen wir uns engagieren, weil die Frage ist ja berechtigt, warum ist es dem Außenminister der Schweiz gelungen, Migrationsverträge mit den Herkunftsländern zu machen? Warum ist das den Spaniern gelungen? Und wir in Österreich produzieren nach meinem Geschmack zu viele Überschriften. Wir brauchen a little less conversation, a little more action und weniger Presseaussendungen. Herr Bundeskanzler, wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Sebastian Kurz beschreiben? Ziemlich beste Feinde oder? Nein, wir haben heute einen Vormittag miteinander verbracht im entsprechenden Ausschuss. Das ist eine sehr professionelle Beziehung. Wir haben unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Werdegänge, ganz andere Biografien. Aber mögen tun Sie sich nicht wirklich, oder? Nein, ich schätze den Außenminister auf einer professionellen Ebene sehr wohl. Aber wir stehen vor einem Jahrhundertwahlkampf, Kurz gegen Kern, Kern gegen Kurz, oder?
Ja, deshalb kann man sie ja trotzdem anständig behandeln. Wie dieser Wahlkampf verlaufen wird und wie es da derzeit gerade steht und wie Sie jetzt zum großen Aufholen ansetzen, Herr Bundeskanzler, das schauen wir uns gleich an. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück. Wahl 2017. Exklusiv auf OE24TV. Das große Sommergespräch. Heute Bundeskanzler Christian Kern im ersten Interview. Über Kurz, Strache, die Regierung, rot-blaue Zukunft, Schulreform, Jobs, Steuern, Schulden und die Zukunft Österreichs. Im Studio mit dem Kanzler Isabel Daniel und Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück. Danke, dass Sie bei uns heute Abend dran sind, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV und die ganz, ganz vielen, die jetzt online dran sind, per Facebook Live dran sind, per Handy dran sind. Denn das ist ja unsere Zukunft. Wir wollen ja ein digitales Land werden, Herr Bundeskanzler. Wir starten in einen ganz spannenden Wahlkampf. Es ist das erste Sommergespräch in diesem Wahlkampf. Danke, Herr Bundeskanzler, dass Sie zu uns gekommen sind, sozusagen als Aufwärmrunde bei Ö24TV. Und um zu sehen, wie die Startposition, wirklich die Startposition in diesem Wahlkampf ist, wollen wir uns ganz kurz die aktuelle Österreich-Umfrage anschauen. Die sieht wie folgt aus. Sebastian Kurz derzeit 33% vorne, aber letzte Woche 1% verloren. Die FPÖ seit langer Zeit stabil bei 26%. Sie legen derzeit 1% pro Woche zu, von 20% auf 22%, aber noch 11% hinter Sebastian Kurz laut dieser Umfrage. Die Grünen bei 10, die NEOS bei 5. Dann gibt es das Ganze als Kanzlerfrage. Da ist es schon viel, viel enger. Kurz 37%, Kern 32%, auch hier, Kern legt 1% zu, Strache mehr oder weniger bei der Kanzlerfrage aus dem Spiel mit 21%. Und dann gibt es sowas wie eine Österreich-Theorie, nämlich dass sich die eigentlichen Umfragewerte aus der Hälfte Persönlichkeit, Kanzlerfrage und Partei ergeben. Dann wäre rein theoretisch Kurz bei 35, Sie, Herr Bundeskanzler, mit der SPÖ, die ich als Klotz an ihrem Bein derzeit sehe, bei 27%, Strache bei 24%, dann ist der Rückstand nur mehr 8%. Und dann haben wir gefragt, wie schaut es denn aus im Vergleich dieser drei Spitzenkandidaten? Wer steht für was? Zum Beispiel, wer kann die Regierung am besten führen? Christian Kern siegt mit 41%, Kurz nur bei 35%. Nächste Frage war, wer sorgt besser für Österreichs Sicherheit. Da ist überraschend Strache vorne, oder auch nicht überraschend, weil das sein Lieblingsthema ist, 38%, Kurz bei 32, Sie bei 30, hatten frühere Kanzler deutlich schlechtere Werte. Nächster Direktvergleich der drei Kandidaten, nämlich wer besetzt am besten soziale Themen, das ist ihr Homefeld, werden wir jetzt dann ja noch sehr viel darüber reden, 47% Christian Kern, 31%, 22% Strache, 31% Kurz. Nächstes Feld, wer ist am besten beim Ankurbeln der Wirtschaft für den Wirtschaftsaufschwung? Kurz, vermutlich, weil noch immer mit der ÖVP identifiziert, 47%, Sie 33%, für den SPÖ-Kanzler eigentlich recht gut, Strache auch hier nur 20%. Nächster Direktvergleich, wer hat die besseren Rezepte und Ideen gegen die Arbeitslosigkeit? Kurz 39, Kern 38, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden in diesem Wahlkampf. Auch hier Strache bei nur 23%. Dann die nächste Frage, wer hat die besseren Reformpläne? Da führt Kurz ganz überlegen mit 45%, Kern 27, Strache 28. Und dann die letzte Frage, glaube ich, wer ist am sympathischsten? Kurz 43, Kern 36, Strache 20. Jetzt mit dieser Umfrage konfrontiert, abgesehen davon, dass sie die zwei wichtigsten Felder gewonnen haben, nämlich die soziale Frage und wer kann am besten die Regierung führen, da ist schon noch Luft nach oben in diesem Wahlkampf. Warum liegt Kurz in den Umfragen Ihrer Meinung nach so weit vor Ihnen? Das beschäftigt ja auch die SPÖ-Basis. Das beschäftigt viele Journalisten. Warum ist das Ihrer Meinung nach der Fall? Sie sind ja ein Umfrageskeptiker. Traditionellerweise schauen Sie sich trotzdem immer mit Interesse an. Warum ist er so weit voran?
Ja, ich glaube, man muss den alten Spruch bemühen. Ich glaube, Umfragen nur dann, wenn ich sie quasi selbst manipuliert habe. Also Spaß beiseite, aber das ist das, was manche Leute zu Umfragen sagen. In dem Fall würde ich meinen, das ist eine Momentaufnahme, die ich wirklich nicht überbewerten wollte. Zweifellos ist Sebastian Kurz, also Hans-Christian Strache, das sind sehr starke Gegner. Die haben ihre Fans, die haben ihre Unterstützer. Insofern ist das mit Sicherheit alles kein Spaziergang, der da auf uns zukommt. Aber ich würde jetzt, wenn man sich die einzelnen Ausprägungen und Umfragen schaut, das nicht überbewerten. Zum Beispiel das Thema, wer hat die besten Konzepte für Wirtschaft. Also wir haben dort eine Reihe vorgelegt. Der ganze Plan A ist in Wahrheit ein Wirtschaftskonzept, 145 Seiten. Kann man mehr als 10% aufholen im Wahlkampf? Sie sind mehr als 10% hin. Darf ich das noch zu Ende sagen? Die ÖVP hat ja da noch wenig bis gar nichts vorgelegt. Also insofern sage ich, wer hat die besten Konzepte für Wirtschaft, und der eine hat noch gar nichts vorgelegt, der andere seine Pläne vorgestellt. Sieht man schon die Verzerrungen, die es gibt. Nein, also ich glaube nicht, dass das dem aktuellen Lagebild entspricht, aber ich bin davon überzeugt, dass in dem Wahlkampf unglaublich viel möglich sein wird. Ich darf an den Jeremy Corbyn erinnern, der war 25% hinterher. Da gingen sich für Sie noch fast die absolute Mehrheit aus. Ich bin doch durchaus hoffnungsfroh, aber wenn das passiert, dann trinkt man ein gescheites Flascherl, Herr Felder. Ja, der Herr Vizekanzler hat mir eh gerade eine Flasche Wein vorbeigebracht. Ich wollte ja mit Ihnen in unserem letzten Interview, wenn Sie sich erinnern, wetten, dass es Neuwahlen gibt, aber Sie sind damals auf die Wette nicht eingestiegen, leider. Herr Bundeskanzler, es steht ja nicht nur die Frage, wer wird Kanzler, da gebe ich Ihnen auch sehr gute Chancen, aber die viel schwierigere Frage ist ja, mit wem wollen Sie dann regieren? Weil theoretisch haben Sie ja nur zwei Optionen, Rot-Blau oder Rot-Schwarz. Ja, ich denke, wenn ich die Frage ein bisschen anders beantworten darf, für uns wird entscheidend sein, dass wir bei der Wahl Erster sind. Wenn wir Erster sind mit einem gewissen Vorsprung, dann haben wir viele Optionen, eine Regierung zu bilden. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich davon überzeugt, wird sowieso eine schwarz-blaue Regierung kommen. Und dann werden sich diese ganzen Fragestellungen ohnehin relativieren. Das ist meine Sicht der Dinge. Selbst wenn wir Erster sind, gibt es vielleicht gar keine Garantie, dass wir auch die Regierung stellen können, weil die Vorbereitung von Schwarz-Blau ja gewisse Dimensionen angenommen hat. Und deshalb ist für uns wichtig, dass jetzt einmal die Wähler ein Urteil treffen, dass die sagen, wer das Land führen soll. Und danach, je nachdem, wie stark dieses Mandat ist, werden wir uns entscheiden. Was die Wähler auch interessiert, ist nun mal, wer mit wem nachher zusammengeht. Und da haben sie ja vor ein paar Tagen, nach 31 Jahren, die Wranitzky-Doktrin, also niemals mit der FPÖ, begraben. Und so wie Sie jetzt sagen, es gibt schwarz-blaue Vorbereitungen, sagt halt die ÖVP, es gibt in Wirklichkeit schon rot-blaue Vorbereitungen. Erstens, was sagen Sie denn dazu, und war das wirklich nötig, dieses Öffnen zu Rot-Blau? Naja, es ist aus meiner Sicht eine wichtige Sache gewesen, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen nach der Wahl mit allen, sofern uns die Wähler ein entsprechendes Mandat auch geben. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn die Wähler nicht mitspielen, dann funktioniert das. Sind all diese taktischen Überlegungen ohnehin irrelevant. So, das Zweite ist, was mir schon ganz wichtig ist, die SPÖ hat jetzt einen Zeitraum gehabt, seit langer Zeit, wo wir uns ganz stark anhand der Frage definiert haben, mit wem wir nicht wollen und was wir nicht wollen. Und ich glaube, wenn wir eine starke Bewegung wollen, wenn wir die Menschen überzeugen wollen, dann müssen wir sagen, wofür stehen wir ganz konkret, und dann darüber eine Abstimmung herbeiführen. Zum Beispiel darüber, dass wir die 1.500 Euro Mindestlohn wollen. Zum Beispiel darüber, dass wir die ersten 1.500 Euro steuerfrei und so weiter und so fort. Die FPÖ, also die Freiheitlichen, haben jetzt geantwortet, ihr Wertekompass seien Nonak-Sachen. Da könne sich jeder identifizieren. Aber sie würden nicht mit ihnen in Regierungsverhandlungen treten, solange dieser Bundesparteitagsbeschluss der SPÖ, der ja noch gültig ist, nämlich Nein zur FPÖ, nicht fällt. Jetzt haben sie aber gleichzeitig ausgemacht, erst eine Mitgliederbefragung oder Urabstimmung über ein fertiges Koalitionsabkommen. Sind Sie da jetzt nicht wieder in einem strategischen Dilemma? Da sind wir schon wieder auf der Ebene der Taktik. Das ist das gute Recht der FPÖ zu sagen, nein,
interessiert sie nicht. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Genauso bitte ich die anderen Parteien zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben klare Vorstellungen, was in unserem Land passieren muss, inhaltlich, bei den Einkommen, bei der Beschäftigung, bei der Gleichbehandlung von Frauen, bei der Sicherheit, bei den Schulen und so weiter. Und darüber werden wir eine Abstimmung herbeiführen. Wenn die FPÖ nicht mit uns reden will, dann will sie nicht mit uns reden, dann werden wir es zur Kenntnis nehmen. Sind Sie der Ausgegrenzte? Ja, so schnell geht das. Herr Bundeskanzler, Sie beobachten ja sicherlich die Entwicklung in den Ländern auch sehr genau. Und da gibt es Rot-Blau im Burgenland. Gefällt Ihnen das? Weil das funktioniert ja eigentlich so klaglos, wie man sich als Kanzler auch eine Bundesregierung wünschen würde, oder? Also man muss sagen, dass das keine Frage des Gefallens ist. Ich kann feststellen, das Burgenland ist ein sehr erfolgreiches Bundesland. Das Wirtschaftswachstum ist an der Spitze Österreichs. Wir haben das erste Mal im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen im Burgenland. Der Tourismus floriert. Also da gibt es viele positive Entwicklungen. Vor dem Hintergrund muss man sagen, das ist eine erfolgreiche Regierungsarbeit, die Hans Nissl da mit seiner Landesregierung abliefert. Also vor dieser rot-blauen Koalition ziehen Sie den Hut oder die empfinden Sie als positiv? Den Hut, das geht jetzt ein bisschen weiter, aber man muss konstatieren. Ja, Nissl würde sich freuen, wenn Sie den Hut für rot-blau empfinden. Ja, so weit werden Sie mich nicht bringen, aber ich muss sagen, unter der Führung von Hans Nissl hat das Land sich absolut positiv entwickelt. Die Menschen haben was. Aber Sie sehen diese Politik. Koalition positiv im Burgenland? Im Burgenland schon, aber man muss schon sehr differenzieren. Wir haben ja auch Zusammenarbeit auf Gemeindeebene, auf der Bundesebene muss man sagen, der Wertekompass ist aus meiner Sicht kein No-Nah. Weil wenn man sich anschaut, was da drinnen steht, dann muss man sagen, da hat natürlich die FPÖ, damit sie überhaupt zu einem denkbaren Partner werden kann, schon noch einen Weg zurückzulegen. Das heißt, derzeit erfüllt sie den Wertekompass nicht? Also ich muss sagen, eine Fraktion, die in der Europapolitik gemeinsam mit der Marine Le Pen auf einer Bank sitzt, die ja eigentlich die Zerstörung Europas möchte, kann für uns schwer ein Bündnispartner sein. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Punkten. Aber ich bin davon überzeugt, am Wahlabend, wenn wir ein überzeugendes Mandat bekommen haben von den Wählern, dann wird da eine große Dynamik sich einsetzen und dann wird man sehen, wie die Spielaufstellung danach aussieht. Also die gemeinsame Fraktion mit Marine Le Pen ist ein Problem für Sie. Naja, was damit das widerspricht dem Wertekatalog Ihrer Meinung nach. Was damit inhaltlich zum Ausdruck kommt, ist ein Problem, weil wir müssen uns ganz klar zu unserer Rolle in Europa bekennen. Wir wollen die Europäische Union verändern, die braucht das auch, aber wir wissen, das ist sozusagen für uns entscheidend, für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit. Wir werden keines unserer Probleme ohne Europäische Union nachhaltig lösen können. Auch nicht die Frage, wie wir im Mittelmeer mit der Migrationsfrage umgehen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Herr Bundeskanzler, wenn Sie am Wahlabend Erster sind und diesbezüglich auch über 30% haben, 32-33%, dann werden Sie viele Optionen für eine Regierungsbildung haben, haben Sie gerade vorher gesagt. Das heißt, dann haben Sie auch Rot-Schwarz und dann haben Sie auch Rot-Grün-Neos nach Ihrer Einschätzung wahrscheinlich, nicht? Wenn sich das ausgeht, sonst wären es ja nicht viele, weil zwei sind ja nicht viele. Drei sind nach österreichischer Mathematik schon viele. Ja? Das ist Ihre Lieblingsoption, oder? Wenn ich ein bisschen in Sie reinschauen darf. Nein, auch jetzt am Schmunzeln. Ja? Das ist Ihre, Sie schmunzeln immer dann, wenn Zustimmung zu erkennen ist. Das ist schon Ihre Lieblingsoption, oder? Dass Sie sagen, Rot, Grün, Neos, das wäre was, das wäre mal ein spannendes Projekt, oder? Also ich glaube, bin davon überzeugt, Österreich braucht eine progressive Politik, die nach vorwärts gewandt ist, die neue Lösungen für unsere Herausforderungen sucht, die Österreich versucht, von der Bildung bis zur Innovation, von den Arbeitsplätzen bis zum Sozialsystem wieder an die Spitze Europas zu bringen. Und das können wir nur dann tun, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft stehen. Also ich habe immer ein Problem, wenn es zu weit nach rechts geht, wenn es zu weit nach links geht. Also ich wünsche mir eine Koalition in der Mitte des politischen Spektrums und das wäre die von Ihnen aufgezählte Variante. Auch weil es leichter ist, mit denen auf die Regenbogenparade zu gehen, als mit Strache. Oder? Dafür hat es andere Tücken auch. Also. Ja. Nein, was wären die Tücken von Rot-Grün-Neos und was ist der Schaden daran? Nein, das ist natürlich etwas, wo drei Parteien, wenn man die bewertet, muss man sagen, da gibt es unterschiedliche Programmatiken. Wir haben die Vorschläge, die wir gemacht haben, sind manche auch mit den Neos nicht realisierbar. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen, dass Menschen, die zum Pflegefall werden, nicht enteignet werden und ihre gesamten Ersparnisse aufgeben müssen. Und damit wir uns das leisten können, wollen wir, dass es für Millionäre eine Erbschaftssteuer gibt, sagen die Neos, das geht auf keinen Fall. Das kommen wir gleich im nächsten Einstieg. Ja. Also aber solche Probleme. Das, was Sie angehen wollen, ist ja ein wirklich großes Reformprojekt. Ne? Das muss das Ziel sein. Nach der nächsten Wahl. Und das sehen Sie am ehesten mit Rot-Grün-Neos als vielleicht möglich an.
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Parteien regiert, in denen die Lobbyinteressen nicht so eine starke Rolle spielen. Weil das ist die Erfahrung, die wir zuletzt gemacht haben. Bei der Bildungsreform, du musst zuerst mit allen ÖVP-Ländern reden, dann mit der Lehrergewerkschaft der ÖVP nahen. Bei der Ökostrom-Klimaschutz-Thematik, da spielt der Bauernbund die entscheidende Rolle. Also das möchte ich, dass wir das hinter uns lassen, aufhören mit dieser Jungtimiererei, wo wir ständig das eine mit dem anderen verbinden, sondern in der Sache Lösungen vorantreiben. Und ich denke, das geht mit den aufgezählten Parteien möglicherweise leichter als mit einer Partei, die so strukturiert ist, wie es die ÖVP ist, mit den vielen Lobby- und Einflussgruppen. Gleichzeitig haben Sie aber jetzt schon mehrmals gesagt, in diesem Land gäbe es nur zwei Parteien, die wirklich was weiterbringen wollen oder was verändern wollen, sagen wir mal so, entweder die SPÖ oder die Freiheitlichen. Wenn Sie die Freiheitlichen als jemanden ansehen, die als einzige neben Ihnen was verändern wollen, müsste das ja eigentlich Ihr idealer Partner sein. Ja, das Problem ist nur, die Veränderung, die wir anstreben, ist eine gänzlich andere als die Veränderung, die die Freiheitliche Partei anstrebt. Also insofern ziehen wir an einem Strang, aber in unterschiedliche Richtungen. Also das muss man schon sehen. Die FPÖ ist eine Partei, die immer die Interessen, wenn man so will, der von Reich und Schön vertreten hat. Eine Partei, die hinter den Hausherren und den Großgrundbesitzern gestanden ist, die auch jetzt wieder uns ausgerichtet haben, das kann nicht sein, dass Millionen Erben einen Beitrag leisten, damit sich Mittelschichtfamilien die Pflege leisten können. Die haben uns ausgerichtet, Frauen sollen zu Hause am Herd bleiben. Wir müssen gar nicht die Kinderbetreuungseinrichtungen aufbauen, die notwendig sind. Und. Also solche Beispiele gibt es viele. Aber das heißt doch, da kann man ja ganz offen Ja sagen, wenn es sich ausginge, wäre, um die Frage von Wolfgang Fellner zu wiederholen, wäre Rot-Grün-Neos schon Ihre Lieblingsvariante? Meine allerliebste Variante ist eindeutig, wir haben eine absolute Mehrheit. Meine zweitliebste Variante ist eindeutig, es geht mit einer zweiten Partei. Die dritte liebste Variante, es geht mit drei Parteien. Also Sie sehen schon aus den Erklärungen, ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das Wählervotum jetzt einmal abwarten. Und dann werden wir in Ruhe schauen. Ihre sehr offene Art der Diskussion heute in diesem kurzen Einstieg jetzt zum Ende zu bringen. Sie haben gesagt, es gibt viele Optionen. Sie haben aber gleichzeitig gesagt, mit der ÖVP kann es eine Koalition in dieser Form nicht mehr geben. Das heißt, es ist eine SPÖ-ÖVP-Koalition noch denkbar, aber was müsste sich da ändern? Da bewegen wir uns jetzt wirklich auf das Feld der Spekulation, aber wir haben festgestellt mit diesen Programmen und den Vorgaben und dem Korsett, das wir uns da gegeben haben, dass wir uns da gegenseitig oft behindert haben. Man muss allerdings auch dazu sagen, es sind viele Dinge schon sehr wohl und sehr positiv passiert. Also gerade auch jetzt in der Woche wieder, wir haben auch diese Beschäftigungsaktion für die älteren Arbeitslosen jetzt die Zustimmung der ÖVP bekommen. Wir haben es bei der Bildungsreform bekommen, wir haben es beim Beschäftigungsbonus bekommen, jetzt auch bei der Privatinsolvenz. Das ist ein hoher Leidensdruck, aber im Endeffekt fürs Land nicht schlecht. Das war in der Vergangenheit die Formel und Österreich ist einer der reichsten Staaten innerhalb der Europäischen Union, der erfolgreichsten. Ich glaube, nur mit den Rezepten der Vergangenheit können wir die Zukunft nicht bewältigen und deshalb müssen wir jetzt über den Tellerrand hinausdenken. Das heißt, Sie glauben, Sie haben wirklich drei Optionen. Die Rot-Grün-Neos als so ein nettes Spielbein, eine neue ÖVP-Koalition, wo nicht klar ist, wie die funktionieren soll, dass sie anders ist, und die FPÖ, wenn sie über ihren Schatten springt und der Marine Le Pen den Mittelfinger zeigt. Naja, so in etwa. Ich glaube, meine wichtigste Option wird sein, die Wähler und Wählerinnen zu überzeugen, sonst brauchen wir uns nicht mehr darüber reden wir gleich, Herr Bundeskanzler, weil wir kommen jetzt eigentlich zu Ihren Zielen, zu Ihren Visionen, auch was Sie alles erreicht haben. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann schauen wir uns gleich an, wie die Österreicher nicht in einer Umfrage, sondern wirklich vor der Kamera über Sie denken. Wir sind gleich zurück. Wahl 2017. Exklusiv auf OE24TV. Das große Sommergespräch. Heute Bundeskanzler Christian Kern im ersten Interview. Über Kurz, Strache, die Regierung, rot-blaue Zukunft, Schulreform, Jobs, Steuern, Schulden und die Zukunft Österreichs. Im Studio mit dem Kanzler Isabel Daniel und Wolfgang Fellner. Ja, willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV, an einem ganz besonderen Abend. Wir starten den Wahlkampf.
Aufwärmrunde. Bei uns zu Gast Bundeskanzler Christian Kern zum ersten großen Sommergespräch in diesem Jahr. Es werden ganz viele folgen. Ich weiß nicht, ich glaube, es werden an die 50 Fernsehauftritte werden. Ich glaube, Sie denken schon mit Horror daran, oder? Ich denke vor allem an die Zuseher. Ja. Die brauchen einen eisernen Hintern. Also heute, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass alle noch begeistert sind. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich dabei sind. Und wir wollen jetzt einen kurzen Blick werfen auf den uns benachbarten Naschmarkt, wo wir vor ganz kurzem gefragt haben, was halten denn Sie von der Regierung und was halten Sie von Ihrem Bundeskanzler und was wünschen Sie sich von ihm? Mich würde interessieren, wie Sie die Regierung finden, wie zufrieden Sie mit der Arbeit der Regierung derzeit sind. Die Arbeit der Regierung, die hat, also ist eigentlich unzufriedenstellend. Sie hat sich selber blockiert und jetzt versuchen Sie in den letzten Moment noch irgendwas zu retten, aber das werden Sie am Wahltag zu spüren bekommen. Ja, also grundsätzlich, es geht voll, oder? Ja, es funktioniert halt irgendwie eigentlich ganz gut, so wie es ist. Halt nicht optimal, aber wir leben schon in einem recht guten Start, würde ich sagen, so vergleichsweise mit vielen anderen Ländern. Ziemlich zufrieden. Lieber nicht meine Meinung überhaupt von Regierungen. Warum? Oh, die ist sehr negativ. Ich sage immer, die benehmen sich ärger als im Kindergarten. Was halten Sie denn persönlich vom Bundeskanzler Christian Kern? Finden Sie den sympathisch? Macht er einen guten Job? Ja, schon. Mit seiner Klientel macht er sicher einen guten Job. Er ist smart und alles in Ordnung. Interessant, er ist jung. Aber wie gesagt, ich meine halt immer, wenn man hinaufkommt, dann wird man oder ist bereits korrupt. Sonst wird man nicht hinaufkommen. Also ich persönlich würde sagen, dass ich habe immer ein Gefühl, weil ich sehr stark eben kritisiere, dass sich Parteien versuchen zu profilieren und nicht darauf schauen, wie es den Leuten geht. Und da habe ich das Gefühl, dass er das eigentlich relativ gut hinkriegt. Also wie er eben auch sagt, dass er jetzt 10 Jahre seines Lebens der Politik vermacht in irgendeiner Form, habe ich einfach bei ihm zum ersten Mal das Gefühl, dass die SPÖ wieder einen Kanzlerkandidaten stellt, der sich wirklich versucht, für die Leute einzusetzen. Welche Schulnote würden Sie da vergeben, jetzt mal ganz plakativ gesagt? Na ja, sagen wir 4. Zwei bis drei. Ja. Ein Dreier, das passt. Befriedigend. Naja, so viel Lob hat es schon lange nicht mehr gegeben, weil die sprechen Ihnen ja teilweise aus der Seele, nicht? Kindergarten und so, diese Worte haben ja auch Sie selbst schon gefunden. Ne? Und eigentlich könnte es schlechter sein, das Echo in der Bevölkerung. Sie selber sagen ja auch, wenn Sie rausfahren zu den Leuten, ist das Echo ja eigentlich ein positives. Nein, also die Grundstimmung im Land ist sicher eine gute, die bessert sich auch. Es ist noch nicht gut genug, aber man kann den Leuten ja nicht nachtragen, dass die sagen, das ist teilweise wie im Kindergarten, das ist teilweise nicht ausreichend. Es haben ja alle so empfunden, die in dem System selbst sind. Und ich glaube, das braucht man nicht schönreden, sondern jetzt muss man sich hinsetzen und versuchen, nach der Klärung bei der Wahl es dann in eine neue Richtung zu führen. Spannend ja, dass die Jungen derzeit besser über Sie und die Regierung denken als die Alten, sieht man auch in vielen Umfragen. Das heißt, was werden Ihre Ansagen jetzt im Wahlkampf sein, um frustrierte Wähler, wie zumindest 2, die wir hier gerade gesehen haben, zurückzugewinnen oder zu gewinnen? Also ich glaube, für uns ist ganz entscheidend, dass wir die konkreten Lebensbedingungen der Menschen besser machen. Die müssen spüren, dass die Politik die Dinge zum Besseren ändert. Und zum Beispiel bei der Mindestlohnthematik, da reden wir über 300.000 Menschen, die heute noch unter 1.500 Euro brutto verdienen. Davon sind über 200.000 Frauen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen, dass denen ihre Einkommen steigern. 300.000 Menschen würden sozusagen einen Mindestlohn von 1.500 Euro bekommen. Die würden dann auf dieses Niveau in die Höhe kommen. Werden Sie den noch kriegen vor dem 15. Oktober oder wird das Ihr Wahlkampf hin werden? Das wird mit Sicherheit im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Aber was wir jetzt dazugefügt haben, wir wollen ja nicht nur den Lohn erhöhen, sondern wir wollen auch die Steuerbefreiung auf dieses Niveau Darf bringen. Darf ich auf den Mindestlohn noch kommen, Herr Bundeskanzler? Wir haben heute, glaube ich, den 22. Ne? Das heißt, noch 9 Tage Zeit für die Sozialpartner, denen Sie ja den 30. als Deadline gesetzt haben. Haben sich die schon gemeldet bei Ihnen oder sind die abgetaucht?
Ja, die arbeiten auf Hochtouren und ich bin schon gespannt. Das ist eine gefährliche Drohung, wenn Sozialpartner auf Hochtouren arbeiten. Das sind sie jetzt unfair. Also die haben auch das Interesse von ihren natürlich zu vertretend im Auge, aber die denken schon auch in patriotischen Dimensionen. Und was ist Ihr Tipp, weil Sie heute ja sehr ehrlich sind? Wird da was kommen oder wird das nichts mehr werden? Und wird das das Votum der Wahl werden, ob man für einen Mindestlohn ist oder nicht? Also ich denke, wir haben ja schon einige gute Fortschritte gesehen, wenn Sie Textilarbeiter anschauen oder die Speditionsarbeiter anschauen. Schon aber die Friseurinnen die Sozialpartner, anschauen. Werden die noch was zusammenbringen bis 30? Partiell haben sie es zusammengebracht, im Großen und Ganzen noch nicht. Und deshalb ist wichtig, dass wir da den Druck erhöhen und sagen, wir wollen das einfach, weil es nicht sein kann, dass jemand 40 Stunden arbeiten geht und von seinem Einkommen nicht leben kann. Das ist ja in Wahrheit einem Land wie Österreich mit dem also Reichtum nicht würdig. Also da sagen Sie lieber noch 2 Monate und dann gescheit. Da bin ich ganz der Meinung und vor allem, mein Ziel ist es ja, dass da noch mehr vom Wohlstand bei den Leuten ankommt. Und wenn wir sagen, bis für die ersten 1.500 Euro verlangen wir keine Steuer mehr, dann ist das ja nicht nur eine Entlastung für die, die jetzt an dieser Grenze sind, sondern für alle anderen auch in unserem Land. Sondern alle, die Einkommen haben, einen Lohn haben, werden dann entlastet. Das wollte ich gerade fragen. Ihr Steuerkonzept, Sebastian Kurz sagt ja Steuer runter auf 40%, das ist praktisch für eine Familie in etwa, er kann eine Ersparnis bis zu 3.000 Euro werden, im Jahr natürlich. Ihr Konzept ist, die ersten 1.500 Euro sind steuerfrei, wird noch mehr kommen? Naja, wir haben eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt. Erstens einmal das Einkommen bis 1.500 Euro. Zweitens ist uns wichtig, dass wir die Lohnnebenkosten für die Unternehmen senken. Das wird vor allem den Klein- und Mittelbetrieben auch helfen, weil mein Ziel ist ja, dass wir die Arbeitskosten reduzieren und damit mehr Menschen beschäftigt werden, damit es attraktiver auch wird für die Unternehmen, Mitarbeiter einzustellen. Aber wir brauchen dann noch eine Reihe von anderen Investitionen, wie zum Beispiel den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, ganztags nämlich in Österreich, ganz wichtig für die Familien, auch dass Frauen arbeiten gehen können. Wir müssen das zweite Jahr soll gratis sein, aber flächendeckend ab dem ersten Lebensjahr wäre die Idee, dass alle das Recht haben, einen Kindergarten zu haben. Aber nur das zweite Jahr soll gratis sein, das erste genau. nicht. Das ist eine Finanzierungsfrage, muss man sagen. Wir haben uns auch entschieden, massiv in unsere Schulen zu investieren. Das ist eine essentielle Zukunftsfrage. Wir müssen die best ausgebildeten Menschen und wenn Sie das schon ansprechen, mir ist aufgefallen, die Studiengebühr kommt plötzlich nicht mehr vor. Sie sind plötzlich für freien Hochschulzugang. Nein, das waren wir immer. Studiengebühren aber nicht. Eine Zeit lang hat es bei Ihnen doch geheißen, Studiengebühren sind denkbar und die ÖVP hat ja schon gejubelt, dass sie sich da. Ja, die Studienplatzfinanzierung, aber nicht Also, das ist mir ganz wichtig, weil ich meine ganze Karriere verdanke ich dem Umstand, dass es möglich war, zu maturieren. Und auf die Uni zu gehen, ohne Kosten zu haben. Und das muss so bleiben. Aber auch die Studienplatzfinanzierung ist ja Vergangenheit, ne? Ich glaube, wir brauchen ein gutes, sinnvolles Konzept. Ich möchte das nur nicht quasi runternudeln in ein paar Wochen, wenn es um die größte Reform der Universitäten der letzten Jahrzehnte geht. Und da ist meine Meinung, wenn wir sehen, dass an den Universitäten immer mehr junge Menschen das Studium nicht abschließen, die Dropout-Raten hoch sind, dass das Betreuungsverhältnis Studenten zu Unterrichtenden so schlecht ist, dann müssen wir da was tun. Und dann brauchen wir eine bessere Finanzierung der Universitäten und ein transparenteres System. Sie wollen ja einen Richtungswahlkampf und alles, was Sie jetzt sagen, geht ja schon in die Richtung. Die ÖVP wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen als Klassenkampf abtun, aber wir haben bei den letzten paar Wahlen in Europa gesehen, dass diese Themen eine große Rolle spielen, vor allem Sozialpolitik. Jeremy Corbyn, Sie haben ihn vorher angesprochen, hat damit aufgeholt. Jetzt gab es zwei, also einen echten Sieger und einen kleinen Sieger, Emmanuel Macron, Jeremy Corbyn. Wer ist Ihnen näher? Wer wäre Ihr Vorbild für diesen Wahlkampf? Also ich denke, dass wir eine Positionierung irgendwo dazwischen haben. Man muss das aber realistisch sehen. Corbyn wurde oft so als linker Kauz bezeichnet. Aber viele Dinge, die er gefordert hat, sind in Österreich glücklicherweise selbstverständlich. Und was die Theresa May, wenn man so will, gefordert hat, war nämlich, dass man diesen Pflegeregress, den wir jetzt gerade abschaffen wollen, den wir schon haben, dort erst einführt, zeigt, da hat sich das Spektrum verschoben. Aber ich glaube, es geht nicht um Klassenkampf, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass Österreich zu den besten Ländern Europas zählt. Dass wir sozusagen unseren Lebensstandard halten und ausbauen können und dann dafür zu sorgen, dass wir unsere soziale Verantwortung nicht vergessen und dafür sorgen, dass die 95%, die jeden Tag arbeiten müssen, früher fortkommen, dass die auch zu den Gewinnern zählen und nicht nur die 5%, die von Zinsen und Dividenden leben können. Weil die 95% sind die wahren Leistungsträger in unserem Land, die was tun. Und weil Sie die Steuerkonzepte der ÖVP
ÖVP genannt haben. Die Zahlen habe ich in Ihrer Zeitung mit Interesse gelesen, aber das ist völlig unrealistisch. Das wird nicht passieren, das kann ich Ihnen garantieren, weil wenn Sie sich dann anschauen... Das ist entweder unsozial oder nicht machbar, oder? Unseriös, ja, weil es geht sich einfach nicht aus. Eins und eins ist zwei und ich kann nicht aus eins und eins fünf machen. Da setzt man die Grundregeln der Arithmetik und Mathematik außer Kraft. Wir haben gesagt, wir schlagen ein neues Steuersystem vor, vernünftig. Das, was wir uns leisten können, das, was den Menschen was bringt. Und dazu gehört aber auch, dass die, die sich sehr wohl leisten können, die Millionen zum Beispiel erben, dass die einen größeren Beitrag leisten. Und dazu da kommen zwei Steuern von Ihnen, die Sie unbedingt haben wollen. Das eine ist die Vermögensteuer und das zweite ist die Erbschaftssteuer bei mehr als 1 Million Euro, richtig? Ja, wobei mir ganz wichtig ist zu sagen, wir wollen eine Steuersenkung in Summe, und zwar eine deutliche Steuersenkung. Und damit wir uns das leisten können, wollen wir auch eine Umverteilung. Und die deutliche Steuersenkung heißt, man zahlt für 1.500 Euro seines Einkommens keine Steuer. Das ist genau die Grundidee. Und gleichzeitig, das heißt, das bedeutet für die Topverdiener ja dann doch bis zu 500 Euro. Gut gerechnet, es bedeutet nicht nur für die Topverdiener, sondern für alle bedeutet das. Also alle, die 1.500 Euro und mehr verdienen, haben die vollen 500 Euro Steuererleichterung, bedeutet das. Pro Monat allerdings. Das ist, nein, das ist aufs Jahr, das ist dann aufs Jahr hochgerechnet. Und Herr Bundeskanzler, eines der wichtigsten Themen, wenn ich das richtig verstanden habe, überschneidet sich ja mit dem englischen Wahlkampf. Sie wollen ja Gratispflege in Österreich haben, nicht? Also das, womit Corbyn ja diese englische Wahl gewonnen hat, das wollen Sie in Österreich ja richtig zum Regierungsprogramm machen. Die Abschaffung vom Pflegegeld, sprich Pflege wird dann in Zukunft komplett gratis sein. Verstehe ich das richtig? Das ist unser Ziel, weil wir haben heute die Situation, wenn jemand zu einem Pflegefall wird und nehmen wir an, einen Schlaganfall oder so, was Furchtbares wäre passiert. Und die Person, eine ältere Dame, kommt in ein Pflegeheim und hat sich vielleicht eine Wohnung um 300.000 Euro Gegenwert aufgebaut, ein bisschen Ersparnisse, 30.000, 40.000 Euro. Dann muss man wissen, dass da teilweise Selbstkosten bis zu 7.000, 8.000 Euro vorliegen können pro Monat. Das heißt, Sie können sich ausrechnen, wie schnell alles, was man ein Leben lang aufgebaut hat, alles, was man sich hart erarbeitet hat, weg ist. Und das ist in Wahrheit eine Erbschaftssteuer, die wir heute schon haben, die nur die Mittelschichtsfamilien trifft und bei denen ist dann 100% weg. Das heißt, die Erben, die Kinder bekommen dann nichts mehr. Vielleicht das Haus, das der Großvater mit eigenen Händen gebaut hat, alles weg. Jedes Sparbuch, das man sich mühsam vom Mund abgespart hat, alles weg. Und das halten Sie für total falsch, obwohl es eigentlich von dieser Regierung ja beschlossen wurde. Von meiner Regierung nicht, da war ich nicht dabei. Von einer großen Koalition. Aber ich halte das für einen falschen Weg. Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Gesellschaft darauf schauen müssen, dass wir so stark sind, dass alle die Möglichkeit haben, dieselben Chancen zu haben. Und dazu gehört halt, wenn ich das Unglück eines Pflegefalls habe, dass ich nicht auch noch doppelt bestraft werde. Was gefällt Ihnen denn an Macron? Ich sage, der ist mutiger als Sie, weil der hat die Partei entsorgt. Naja, was er der gesagt, SPÖ nicht schlecht hätte. Ehrlich gesagt, wenn ich der Chef entsorgt würde. Naja, also widerspreche ich deutlich, entschuldige die Schmunzel, weil die provokanten Fragen locken einen immer aus der Reserve. Aber mutig wäre es von Macron gewesen, mit der PS in die Wahl zu gehen. Die war in einem furchtbaren Zustand, wenn man so will. Insofern war das ja, was er gemacht hat, die einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Aber man wird sehen, wie sich die Geschichte entwickelt. Das heißt, Sie sind insofern mutiger, weil Sie mit der desolaten SPÖ in den Wahlkampf gehen, meinen Sie? Die SPÖ ist nicht desolat, ich kann Sie beruhigen. Das ist eine stolze Bewegung, die 128-jährige Geschichte hat. Aber da müssen Sie jetzt schon noch ein bisschen in der Partei Gas geben, damit die attraktiv ist am 15. Oktober. Weil derzeit, glaube ich, bremst sie die eher, als sie damit befördert wird. Naja, was wir jetzt erleben ist, wir haben ja so ein politisches Konzept einer Ich-AG dem Gegenüberstehen. Und was mich immer so beeindruckt hat, war, ich weiß nicht, ob Sie am 1. Mai am Rathausplatz waren oder das gesehen haben. Ich war dort jahrelang gelegentlich dort am Platz, haben wir die Redner angehört. Diesmal hatte ich die Ehre und Auszeichnung, der Hauptredner zu sein. Und du stehst dann auf dieser Tribüne und schaust auf diesen Platz und da stehen dann vollgepackt bis zum Burgtheater hinten 25.000 Menschen. Und du stehst dort und weißt, die brennen für dieselbe
dieselbe Sache wie also du. Sie lieben diese Partei jetzt? Alle, die dort stehen, sind gekommen, weil sie die Welt genauso wie ich ein Stückchen besser machen möchten. Und ich sage Ihnen, das ist so ein schönes Gefühl, wenn Sie dort oben stehen und Sie wissen, Sie sind Teil einer Gemeinschaft und nicht, dass ich regiert. Herr Bundeskanzler, wir gehen noch einmal in eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zur Schlussbilanz. Wie legen Sie diesen Wahlkampf an und wie wollen Sie ihn gewinnen? Wir sind gleich wieder zurück. Wahl 2017. Exklusiv auf OE24TV. Das große Sommergespräch. Heute Bundeskanzler Christian Kern im ersten Interview. Über Kurz, Strache, die Regierung, rot-blaue Zukunft, Schulreform, Jobs, Steuern, Schulden und die Zukunft Österreichs. Im Studio mit dem Kanzler Isabel Daniel und Wolfgang Fellner. Willkommen zurück, liebe Zuseherinnen und Zuseher von OE24TV zur letzten ganz kurzen Schlussrunde mit dem Kanzler im allerersten Sommergespräch. Danke fürs Kommen, danke für diese sehr, sehr spannende Eröffnung des Wahlkampfs. Wenn er sich auf dem Niveau abspielt, ziehe ich meinen Hut, muss ich sagen. Danke. Er hat ja auf einem anderen Niveau begonnen, weil Sie waren ja eigentlich als Pizzabote unterwegs und ich habe mir schon gedacht, das wird ein Pizzawahlkampf werden. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen und im Nachhinein gesehen, bereuen Sie es? Oder sagen Sie, das war richtig, ich werde in dieser Art und Weise weiter tun, weil das bringt mich zu jungen Leuten, das bringt mir Facebook-Klicks? Ja, der entscheidende Punkt ist, in der Politik habe ich erlebt, dass es schwierig ist, auch die Medien, auch die Öffentlichkeit für Inhalte zu begeistern. Und mit diesem Pizza-Video haben wir eine Kampagne begonnen, wo es darum gegangen ist, dass wir zeigen, wir kämpfen für die Interessen der Mittelschicht, für gute Einkommen, sichere Arbeit, leistbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung, Reduktion von Wartezeiten für medizinische Untersuchungen. Und wir haben uns überlegt, gut, wenn diese Themen so schwer in den Medien unterzubringen sind, dass man kaum eine politische Diskussion darüber entfachen kann, versuchen wir es einmal mit einem anderen Mittel und machen was ganz was Unkonventionelles. So ist das Pizza-Video entstanden. Ich muss sagen, es waren 3 Stunden an einem Abend, war unglaublich unterhaltsam. Wir haben alle sehr viel gelacht, haben viel Spaß dabei gehabt und es haben fast 1,5 Millionen Menschen gesehen. Sie werden jetzt überall als Pizzabote angesprochen. Damit muss ich leben, aber nächste aber Woche. Aber Herr Bundeskanzler, auch jetzt in diesem Satz, den Sie gerade gesagt haben, man hört immer wieder, es ist Ihnen ein Anliegen, dass das ein sozialer Wahlkampf wird. Weil alles, was Sie da aufzählen, von der Gratispflege über den Mindestlohn bis zu den Ganztagsschulen sind eigentlich alles soziale Themen. Es kommt nicht vor Flüchtlinge, es kommt nicht vor Sicherheit, das Sicherheitspaket haben wir ja noch immer nicht, es kommt nicht vor Terrorismus. Warum eigentlich? Sie führen einen rein sozialen Wahlkampf für das, was den Österreicher Ihrer Meinung nach am nächsten ist? Ja, also wir versuchen die Probleme, die die Menschen haben, zu lösen. Da muss man aber ganz klar dazu sagen, da gehört natürlich die Sicherheitsfrage auch dazu. Wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen die Kapazitäten der Polizei aufstocken und haben vorgeschlagen, 2500 neue Polizisten, zusätzliche Polizisten auf die Straße zu bringen. Das ist wichtig. Die Menschen fühlen sich hier irritiert, hat auch mit der Migrationswelle zu tun. Das Sicherheitsbedürfnis steigt und das Wichtigste ist, dass wir sichtbar die Polizeiarbeit gestalten, damit die Menschen Vertrauen haben, dass sich die Regierung um ihre Anliegen kümmert. Das ist ein enorm wichtiges Anliegen. Also das heißt, Sie wollen einen Mix aus beiden Komplexen Soziales und Sicherheit machen, aber es wird auch ein starker Personality-Wahlkampf werden. Auch wenn Sie jetzt vorher gesagt haben, Sie lieben Ihre Partei, wissen wir trotzdem, in einem Kanzlerduell oder sogar Dreikampf wird es am Ende auch um Sie, um Kurz, um Strache gehen. Wie wollen Sie denn diesen Wahlkampf ganz persönlich anlegen? Sie sagen manchmal, er wird unterhaltsam werden und manchmal aber auch, es wird ein brutaler Wahlkampf werden. Warum denn? Ja, um Helmut Qualtinger zu zitieren, wir werden ihn hintergründig anlegen. Untergründig oder hintergründig? Untergründig. Falsch verstanden. Das haben Sie wirklich falsch verstanden. Also hintergründig. Nein, Sie kennen das legendäre Zitat. Ja. Nein, ich sage, warum ich mich darauf freue, weil ich glaube, es wird eine Klärung für Österreich sein. Und ich habe Freude daran, unsere Argumente zu diskutieren, zu überzeugen und dafür Mehrheiten zu finden. Insofern eine Freude. Ich glaube, wir müssen aber sehr gut aufpassen, dass wir da nicht Grenzen überschreiten. Weil hart in der Sache zu diskutieren, ja,
persönlich zu werden, das geht gar nicht. Und das haben wir oft gehabt und ich fürchte, auch durch die sozialen Medien befeuert, dass wir da sehr aufpassen müssen, bestimmte Standards nicht zu unterschreiten. Werden Sie da auch aufpassen, dass Ihre Partei da diese Standards sozusagen bewahrt, weil man hat den Eindruck, die SPÖ wirft der ÖVP vor, sie wird sehr brutal agieren und sie wird schmutzig agieren und ins Persönliche gehen, aber es ist auch umgekehrt der gleiche Vorwurf da. Ja, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Die Wähler werden sich darüber ein Bild machen können. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Standpunkte diskutiert. Und wenn hier von 14 Milliarden Ankündigungen kommen, was man Steuer spart und gleichzeitig das Defizit senkt und gleichzeitig die Steuerabgabenquote. Das ist ein politischer Kampf. Genau, dann es muss man es hart diskutieren und sagen, liebe Österreicher und Österreicherinnen, lasst euch keinen Sand in die Augen streuen, das wird so nicht funktionieren. Was anderes ist, wenn man es auf die persönlichen Ebene hieft und das macht keinen Sinn, muss dazu sagen, ich schätze die Gegenkandidaten allesamt, egal ob das der Herr Stolz ist, der Herr Luger ist, die Frau Lunacek ist, Strache oder der Herr Kurz ist. Und ich glaube, man sollte auch, so wie man sich normal aufführen würde, auch im Wahlkampf benennen. Sie sind aber jetzt in dem einen Jahr, wo Sie Bundeskanzler sind, schon einigermaßen desillusioniert, nicht? Sie sagen immer wieder, sowohl in kleineren privaten Gesprächen als auch relativ mutig öffentlich. Sie sind ein bisschen enttäuscht von der Politik, Sie haben sich das anders vorgestellt. Es ist ganz anders als im Management. Es ist teilweise grauslich, haben Sie das Wort verwendet. Was meinen Sie damit? Also was der große Unterschied ist, wenn Sie ein Unternehmen führen, und ich denke, so muss man aber genau auch ein Land führen, ist, Sie müssen ja die Dinge sauber analysieren, Lösungen anbieten und dann umsetzen. Das heißt, es muss ja was passieren. Mir reicht es nicht, wenn man nur die Überschriften produziert. Ich habe einmal gesagt, 95% der Politik bestehen aus Inszenierung und das war eine Kritik am System, weil ich das Gefühl habe, dass viele Kollegen sich nur darum bemühen, dass es am nächsten Tag in der Zeitung steht und dann ist es abgehakt und dann passiert nichts. Die Menschen erwarten sich aber Lösungen. Die Österreicher und Österreicherinnen erwarten sich Lösungen für ihre Probleme, die wir aufgezählt haben in dieser Sendung. Und das muss ganz konkret abgearbeitet sein. Und wenn man so will, die Desillusionierung besteht auch darin, dass das oft in den Hintergrund rückt, wofür wir eigentlich gewählt worden sind und was eigentlich zu Recht die Bürger und Bürgerinnen erwarten. Und dann gibt es sicherlich noch die Komponente der Umgangsformen. Also ich muss sagen, was man in der Politik seinem Mitbewerber zumutet. Also ich habe harte Auseinandersetzungen in der Wirtschaft erlebt. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Mitbewerber persönlich zu beleidigen. Das tut man einfach nicht. Wir stehen jetzt vor einem Neuanfang. Das haben Sie in dieser Sendung gesagt. Zu dem stehen Sie, glaube ich, auch. Wie stellen Sie sich in einer optimalen Form diesen Neuanfang am 16. Oktober vor? Also ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir dann so rasch als möglich die Zukunftsfragen angehen. Und die wichtigste Frage ist für mich, wie können wir dafür sorgen, dass der wirtschaftliche Aufschwung bei allen ankommt und wie können wir uns so stark positionieren, damit wir das erfolgreichste Land in Europa werden, in der Bildung, in der Innovation, das beste Gesundheitssystem haben, das beste Pflegesystem haben. Und da gibt es viele Wege dorthin. Also ich behaupte ja nicht, dass wir die Weisheit gepachtet haben und ich behaupte ja auch nicht, dass die Konzepte der Mitbewerber alle unsinnig sind, keineswegs. Da gibt es viele Punkte, wo man lernen kann und sagen kann, okay, nehmen wir uns das raus, versuchen wir Ergebnisse zu erreichen. Aber ich glaube, entscheidend wird sein, dass wir uns Visionen für Österreich setzen und sagen, dort wollen wir hinkommen. Wir wollen die Arbeitslosigkeit um 200.000 Leute halbieren. Wir wollen die innovativste Nation Europas werden. Wir wollen Universitäten haben, wo zumindest 3 unter den besten 100 der Welt sind. Solche Ziele und dann gemeinsam überlegen, weg von der Ideologie, wie können wir ganz pragmatisch diese Ziele erreichen. Das ist meine Vorstellung von Regieren. Und wir wollen ja hoffentlich auch in eine digitale Zukunft gehen. Das ist noch nicht vorgekommen in diesem Gespräch. Nein, ganz wichtig. Also Macron hat einen Satz von mir abgekupfert, wenn ich das etwas selbstbewusst formulieren darf, mit der Startup Nation. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich möchte, dass in Österreich die Zukunftsprojekte passieren. Ich war gestern in Linz bei der Eröffnung eines neuen Startup Campus, bin in der Tabakfabrik, dort waren 400-500 Leute. Tolle Ideen haben die, aber das wirklich spannend ist, die müssen Sie mal anschauen, das Glänzen in den Augen sehen. Und das ist das, was ich möchte, dass die Zukunft in Österreich passiert, dass wir die Chancen sehen und konsequent daran arbeiten. Also jetzt wird es doch ein Wahlkampf à la Macron, weil der von Ihnen den Wahlkampf schon gestohlen hat. Nein, den Wahlkampf hat er nicht gestohlen, also das wäre doch ziemlich unmäßig. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht sich an Österreich orientiert. Aber Macron gefällt Ihnen? Nicht nur als Typ, sondern auch politisch. Ist ein interessantes Konzept. Weil er ein Mitte-Konzept ist. Ist ein Mitte-Konzept, ist dort, wo die Leute sind, dort muss man auch hin. Muss aber auch dazu sagen, auch den Corbyn, sein Engagement, sein persönliches ist überzeugend, weil die eine Dame da gesagt hat, wer nach oben kommt, ist korrupt. Also
dem muss man schon sehr widersprechen. Wenn du als Manager, Wohlbestallter in die Politik gehst, dann machst du das Gegenteil von Korruption. Also ich habe gesagt, maximal 10 Jahre, und damit sind wir eigentlich bei der Schlussfrage, was passiert, wenn Sie verlieren am 15. Oktober? Also wenn Sie gewinnen, dann haben Sie viele Optionen, eine Koalition zu machen, am liebsten, wie wir heute gehört haben, Rot-Grün-Neos, aber auch eine neue Form Rot-Schwarz oder eine von Marine Le Pen befreite Form Rot-Blau. Aber was passiert, wenn Sie verlieren? Gehen Sie dann zurück in die Privatwirtschaft? Oder gehen Sie auf ein Parlamentsbankerl? Oder oder versuchen Sie den Kuhschüssel als Zweiter noch einmal Regierungschef zu werden? Nein, also ich bin davon überzeugt, dass wir die Wahlauseinandersetzung für uns entscheiden können. Und ich beziehe meinen Optimismus aus den Konzepten und Vorschlägen, die wir gemacht haben. Ich denke, das sollte ein inhaltlicher Wahlkampf werden. Die Österreicher werden dann vergleichen können, werden sich ein Bild machen. Ich bin voll Optimismus, dass wir das für uns entscheiden. Das haben wir mitbekommen heute. Aber die Frage ist, wenn es nicht klappt. Das könnte ja schief gehen. Wenn der Kurz doch über das Mittelmeer gehen kann. Aber sehen Sie, schöne Formulierung. Ja, gut. Nein. Also ich denke, wenn du nicht daran glaubst und überzeugt bist von deiner Sache, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir das beste Konzept für Österreich hätten, dann würde ich bei dieser Wahl nicht antreten. Aber Sie hätten kein Problem, nachher wieder in die Privatwirtschaft zu gehen? Ich habe vor, nach 10 Jahren etwas anderes in meinem Leben zu machen, vielleicht Kinderbücher zu schreiben, vielleicht in der Wirtschaft zu arbeiten, vielleicht Journalist zu werden. Ja, also wenn Sie jemanden brauchen, im Jahr 2027. Wir wollten Sie schon mal fürs Format verpflichten, wenn Sie wissen. Lange her. Ja, also das wäre absolut möglich. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, dass Sie mit uns den Wahlkampf gestartet haben und unseren Zuseherinnen und Zusehern einen ersten Einblick gegeben haben in das, was inhaltlich in diesem Wahlkampf auf Sie zukommt. Ich glaube, es war relativ wenig untergriffig und sehr konstruktiv und sehr inhaltsreich. Also vielen Dank für diesen tollen Start. Ihnen bitte ich einerseits noch einen schönen Abend zu wünschen, aber jetzt dran zu bleiben, denn Isabel, Daniel und ich werden jetzt das Interview mit den Chefredakteuren von Österreich für Sie noch einmal analysieren. Also wir machen gleich weiter mit unserem Insider. Herr Bundeskanzler, danke fürs Kommen und für diesen tollen Start. Danke für die Einladung. Danke. Dankeschön. Danke.